Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, ein neues Jahr beginnt, ein altes ist vorbei und der Gesetzgeber war natürlich auch im Bereich des Steuerrechts nicht untätig gewesen und hat sich einiges ausgedacht. Und wir wollen uns jetzt mal die Neuregelung anschauen. Dazu werde ich diesmal sogar drei Videos benötigen, weil es sehr, sehr umfangreich war. Und ja, im Endeffekt schauen wir uns hier die wichtigsten Urteile an, die so über das Jahr 2019 allgemein ergangen sind und anzuwenden sind, sowie die Neuregelungen, die ab 01.01.2020 gelten. Und diese wurden hauptsächlich im Jahressteuergesetz erlassen, sowie im Bürokratieentlastungsgesetz Teil 3. Gut, was wir uns hier im ersten Teil zunächst anschauen, ist die Anhebung der Kleinunternehmergrenze. Sehr spannendes Thema, weil Umsatzsteuer ist ja immer ein sehr prekärer Diskussionsfall mit Mandanten. Das zweite ist die Beurteilung von Jobtickets. Die dritte Sache sind die Neuerungen im SV-Recht. Hier nur die wichtigsten Sachen, weil jetzt so, ich sag mal, die Änderung der normalen Standardgrenzen habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Nur das Wichtigste. Viertens, die Fahrradüberlassung, die steuerfrei ist. Was damit auf sich hat, werden wir sehen. Und Punkt 5, die Bemessungsgrundlage für Elektrofahrzeuge. Da hat man komplett im Sinne des Umweltschutzes neu entschieden. Allgemein das ganze Jahressteuergesetz ist mehr oder weniger, sage ich mal, ein Umweltschutzgesetz geworden, das über steuerliche Förderung redet. Sprich, eigentlich, sofern man etwas für die Umwelt tut, dann wird das mehr oder weniger steuerlich gefördert. Das ist eigentlich so der Großteil des Gesetzes und hier ein Teil davon. Ein weiterer Teil finden wir unter Punkt 6. Die Elektrofahrzeuge, die eine 50%ige Sonder-AFA erhalten können. Ja, gibt noch ein paar andere Themen in dem Bereich, die kommen dann in den nächsten zwei Präsentationen bzw. Videos zum Tragen. Zum Beispiel, wie das denn aussieht, wenn man Modernisierung im Rahmen des Umweltschutzes durchführt bei Gebäuden, die für die private Vermietung und so weiter genutzt werden. Auch da hat sich was getan. Aber später dazu mehr. Jetzt als letzter Punkt für das Video. Wie denn Gewinne in Spielshows behandelt werden? Sind die steuerpflichtig? Sind sie steuerbar oder auch nicht? Und vor allem für welche Steuerarten? Denn auch hier gibt es in den verschiedenen Steuerbereichen verschiedene Urteile, die zu verschiedenen Beurteilungen natürlich entsprechend auch führen. Aber fangen wir mit dem Schnuddeligen an, der Anhebung der Kleinunternehmergrenze. Wie wahrscheinlich jeder weiß oder die meisten wissen sollten, galt bis 2020, beziehungsweise müsste man sagen bis einschließlich 31.12.2019, so ist es ja genauer, dass Kleinunternehmer alle Unternehmer sind, die einen maximalen Bruttojahresumsatz von 17.500 Euro nicht überschreiten. Das ist altbekannt. Neu ist, dass ab 01.01.2020 die Grenze auf 22.000 Euro angehoben wurde und das passierte im Rahmen des Bürokratieentlastungsgesetzes 3. Man hat halt quasi jetzt so argumentiert gehabt, naja, wir haben hier so eine allgemeine Inflation, das steigt alles ein bisschen. Kleinunternehmer sollten eine höhere Grenze kriegen und das ist auch gerechtfertigt. Wichtig hierbei ist, das tun einige falsch beurteilen, man muss die Umsätze zuzüglich der Umsatzsteuer zur Überprüfung dieser Grenze zugrunde legen. Denn bei Kleinunternehmern fällt technisch gesehen trotzdem die Umsatzsteuer an, sie wird nur nicht erhoben. Was so viel bedeutet wie, rein theoretisch müsste er eine Rechnung ausstellen mit Netto plus Umsatzsteuer gleich Brutto. Und dann schaut man, ah, Moment, ist diese Bruttogrenze überschritten? Tut er aber in Wahrheit ja nicht, weil er dank § 19 USTG ja ein Kleinunternehmer ist und deswegen das Netto ausschreibt. Das heißt, es verleitet dazu, den Fehler zu machen, jetzt zu sagen, ja Moment, das sind Nettoumsätze, die packe ich jetzt alle zusammen. Nee, man muss schon so tun, als wäre Umsatzsteuer drauf, auch wenn die nicht erhoben wird, um die Grenze zu prüfen. Machen wir dazu mal ein Beispiel. Behaupten wir mal, ein Anwalt hat im Jahr 2019 Nettoumsätze in Höhe von 15.000 Euro. Für 2020 rechnet er mit denselben Umsätzen. Wie viel Umsatzsteuer wird ohne Optierung fällig? Optierung, man kann ja freiwillig Kleinunternehmer sein, wir behaupten jetzt aber, der will nicht, der will die Kleinunternehmerregelung sofern möglich nutzen. So, im Jahr 2019 haben wir nämlich das Problem, er hat zwar einen Nettoumsatz von 15.000 Euro, aber brutto sind das 17.850, weil seine Leistungen 90% Umsatzsteuer verlangen. Er muss deswegen 2.850 Euro Umsatzsteuer abführen, denn er ist kein Kleinunternehmer. Ab 2020 ist er dann einer,
Denn sein Nettoumsatz ist 15.000 Euro, sein Bruttoumsatz ist technisch gesehen auch 17.850 Euro. Er weist allerdings hier eine Steuerfreiheit in Höhe von 2.850 Euro aus, weil er halt jetzt dann in 2020 Kleinunternehmer ist und hat damit keine abzuführende Umsatzsteuer. Das ist jetzt der große Unterschied. Vorteil ist natürlich, wenn man in dem Fall Kleinunternehmer ist, man kann seine Leistungen billiger anbieten. Kann Vorteil, kann Nachteil sein, je nachdem, an wen man die anbietet. Haben wir eine Person, die selbst umsatzsteuerpflichtig ist und vorsteuerabzugsberechtigt, ist das denen relativ egal, weil er bleibt auf den Nettokosten sitzen, die Vorsteuer holt er sich wieder. Anders ist es natürlich, wenn man jetzt seinen Dienst jemanden anbietet, der das nicht hat, wie eine Privatperson oder ein Arzt. Dann hat man hier natürlich einen Wettbewerbsvorteil als Kleinunternehmer, denn man kann seine Leistung technisch gesehen 90% günstiger als die Konkurrenz anbieten, die kein Kleinunternehmer ist. Damit kommen wir zum Punkt 2, die Beurteilung von Jobtickets. Ja, was jeder weiß oder weil wissen sollte, dass ab 01.01.2090 gilt, dass Jobtickets, die der Arbeitgeber seinen Angestellten zum ohnehin geschuldeten Lohn überlässt, und das vollkommen egal, ob er ihm Geld gibt, sagt, kauf den Ticket, oder ihm ein Ticket kauft und sagt, hier, nimm das Ticket, fahr damit. Die sind Lohnsteuer- und SV-frei nach § 3 Nummer 15 StGB. Weil ich gerade hier auch gesagt habe und auch geschrieben habe, zum ohnehin geschuldeten Lohn. Das ist die offizielle rechtliche Formulierung, die man auch so in den Gesetzen findet. Es gibt allerdings Urteile, die das ein bisschen anzweifeln und sagen, naja, Moment, zum ohnehin geschuldeten Lohn, damit ist nicht gemeint, der hat jetzt einen Lohn. Und wenn er jetzt zusätzlich ein Ticket kriegt, das ist der ohnehin geschuldete Lohn, sondern die argumentieren hingegen in manche Rechtsprechungen, nee, nee, zum ohnehin geschuldeten Lohn bedeutet doch eigentlich nur Folgendes: Er kriegt hier diesen Lohn nicht als Barbezug. Der große Unterschied ist folgender: So wie es im Gesetz steht und wie es auch oder wie ich das auch empfehlen würde anzuwenden, einfach weil es aktuell wahrscheinlich so am ehesten behandelt wird, ist zu sagen, hat er das Ticket zusätzlich bekommen, dann haben wir hier den Fall, aha, Jobticket frei von Lohnsteuer und SV frei, ansonsten nicht. Nach der anderen Rechtsprechung, die ja, ich sage mal, in einzelnen Fällen so entschieden wurde, wäre es egal, ob man sagt, ja, Moment, das Gehalt ist umgewandelt, ist nicht zusätzlich, dann wäre es in dem Fall auch zum ohnehin geschuldeten Lohn. Aber wie gesagt, das würde ich mit Vorsicht genießen. Ich rate lieber, hier zur wortwörtlichen Formulierung zu bleiben, quasi on top auf den Lohn und nicht Lohn umgewandelt. Gut. Wichtig ist hierbei, sind die Jobtickets nicht zum ohnehin geschuldeten Lohn überlassen worden. Ja, wir bleiben jetzt in diesem Fall. Dann sind diese SV-pflichtig und werden mit 15% Lohnsteuer pauschaliert. Dafür müssen der Einkommensteuererklärung die oben genannten Zuschüsse von den Fahrtkosten bzw. Entfernungspauschalen abgezogen werden. Das steht in § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 5 StGB. Hat natürlich nur dann eine Bedeutung, wenn derjenige, der den Lohn bekommt, auch überhaupt eine Einkommensteuererklärung abgibt und versucht, Fahrtkosten anzusetzen. Anders ist dann ab 01.01.2020, allerdings nicht grundlegend anders, ist es eher sozusagen eine Optierungsmöglichkeit hinzugekommen. Denn dann kann gewählt werden, ob die Jobtickets, die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Lohn überlassen werden, Variante 1, entweder SV und Lohnsteuer frei überlassen werden, wobei natürlich die Fahrtkosten bzw. Entfernungspauschalen gekürzt werden müssen. Oder man wählt Variante 2, sie sind SV frei, werden aber pauschal mit 25% Lohnsteuer versteuert und dafür ein Abzug der Fahrtkosten, Entfernungspauschalen wird ermöglicht. Wenn ich mir das so durchlese, und ich habe schon mehrfach drüber nachgedacht, würde ich eigentlich immer zur zweiten Variante raten, sofern derjenige eine Einkommensteuererklärung erstellt, weil die Lohnsteuer ist eine Vorauszahlung auf die Einkommensteuer. Ob ich jetzt mit 15 oder 25% oder Lohnsteuer frei habe, ist in dem Moment, wo ich eine Einkommensteuererklärung abgebe, mehr oder weniger egal dann. Aber hier in dem Fall mit einer Pauschalierung von 25% hätte ich halt ein bisschen viel vorgezahlt, sage ich mal in Anführungszeichen. Kann aber meine Fahrtkosten komplett geltend machen. Klingt eigentlich nach einem sinnvollen Modell. Weiß nicht, ob das so gemeint ist, aber so habe ich das gelesen und verstanden. Gut, wichtig ist aber, zusammengefasst, es gibt ab 01.01.2020 drei Varianten. Und wir schauen an, wann wir die wählen dürfen. Wir müssen uns die Frage zuerst stellen, ob das Jobticket, das heißt der Zuschuss zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn, zusätzlich überlassen wird.
Falls nicht, sind wir automatisch in der SV-Pflicht drin. Es wird pauschal mit 15% Lohnsteuer versteuert, finden wir in Paragraphen 40 Absatz 2 StG. Und wir müssen auch die Fahrtkosten bzw. Entfernungspauschalen kürzen nach Paragraph 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 5 StG. Kommen wir allerdings bei Ja raus, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir diese steuerfrei oder mit 25% pauschaler Lohnsteuer behandeln und abrechnen müssen, dürfen wir wählen. Entscheiden wir uns für die steuerfreie Behandlung, ist es, wer hätte es gedacht, SV-frei und lohnsteuerfrei. Das Lohnsteuerfrei finden wir in Paragraphen 3, Nummer 15 StG, hat aber zur Folge, dass die Fahrtkosten, das heißt die Entfernungspauschalen, wieder nach denselben Vorschriften gekürzt werden müssen. Pauschalieren wir es hingegen mit 25% Lohnsteuer, ist es immer noch SV-frei. Wir haben 25% Lohnsteuer nach Paragraph 40 Absatz 2 StG und Fahrtkosten bzw. Entfernungspauschalen müssen nicht gekürzt werden, das heißt, der Arbeitnehmer kann die voll einsetzen. Und wie gesagt, so habe ich das gelesen und meines Verständnisses nach ist die Variante ganz rechts, sprich und zusätzlich zum Arbeitslohn mit 25%iger Pauschalierung, solange man eine Einkommensteuererklärung erstellt, das ideale Verfahren. Ohne Einkommensteuererklärung würde ich zu dieser steuerfreien Variante am ehesten empfehlen. Aber das muss am Ende jeder selber wissen. Wir hingegen gehen zum Teil 3, wo wir uns die Neuerung SV-Recht anschauen, wie gesagt, nur ausgewählte. Eine Grenze habe ich tatsächlich mit reingenommen und das ist zwar, dass ab dem 01.01.2020 der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung um 0,1% von 2,5 auf 2,4% sinkt. Ist nicht viel, aber immerhin etwas. Zweitens. Beim Geschlecht ist ab 01.01.2020 die Angabe divers und unbestimmt möglich. Wir haben dann quasi die Auswahl zwischen vier Geschlechtern. Drittens. Ebenfalls ab 01.01.2020 steigt der Mindestlohn von 9,19 € auf 9,35 €. Das ist eigentlich relativ unspektakulär von der Formulierung. Allerdings, ich nenne es mal die Ereigniskette, die das auslöst. Wenn man die nicht beachtet, kann das unangenehme Folgen haben. Warum? Na, wir haben eine Gefahr bei Minijobs. Denn ab 1. oder seit 01.01.2019 gelten nach § 12 Teilzeitbefristungsgesetz Regelungen zur vertraglichen Gestaltung der Mindest- bzw. Höchstarbeitszeit. Und die sehen folgendermaßen aus. Ist nämlich weder eine Mindest- noch eine Höchstarbeitszeit irgendwo im Vertrag vereinbart, dann werden 20 Stunden pro Woche unterstellt. Das finden wir in § 12 Absatz 1 Satz 3. Und wenn man der Fachliteratur glaubt, ist es tatsächlich so, dass sogar geführte Stundennachweise, die ja die meisten Minijobs haben müssen, selbst die nicht hinreichend sind, um das zu widerlegen. Also wenn das wirklich so ist, wie das in der Literatur aktuell geführt wird und die Prüfer wirklich so irgendwann argumentieren werden, könnte es tatsächlich sein, dass wir sagen, ja, im Moment, ein Vertrag steht jetzt, aber hier Prüfer, schau dir an, ich kann nachweisen, meiner hat wöchentlich, ich weiß nicht, 10 Stunden gearbeitet, schau dir den Stundennachweis an. Hätte er tatsächlich die Möglichkeit, offenbar zu sagen, nö, ich rechne hier trotzdem mit 20 Stunden ab, du hast ja in deinen Vertrag nichts reingeschrieben zur Höchst- oder Mindestarbeitszeit, Pech gehabt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so kommt, aber rein theoretisch ist das möglich. Das hätte natürlich wiederum zur Folge, dass, wenn der Mindestlohn gezahlt werden muss, sich für einen Monat folgende Rechnung dann ergibt. Wir haben den Monatslohn, der sich dann errechnet mit 9,35 € pro Stunde. Mal 20 Stunden pro Woche, die ja dann unterstellt werden durch das Teilzeitbefristungsgesetz, mal 52 Wochen im Jahr durch 12 Monate, damit wir auf den Monatslohn kommen, hätten wir einen Monatslohn von 810,33 € und würden damit die Minijobgrenze ganz fett reißen. Wir wären also automatisch drüber und werden automatisch eine SV-pflichtige Beschäftigung. Logisch ausgedrückt bedeutet das Folgendes: Es muss im Arbeitsvertrag eine Regelung zur wöchentlichen Mindest- bzw. Höchstarbeitszeit getroffen werden, sofern ein Minijob vorliegen soll, weil sonst sind wir rein Definition automatisch drüber, denn wir müssen Mindestlohn zahlen, wir werden oder uns wird unterstellt, wir machen 20 Stunden oder der macht mindestens 20 Stunden die Woche, wir sind automatisch drüber. Das heißt, es gibt keinen Minijob ohne diese Regelung, egal was man zahlt. So, es gibt zwei Varianten, wie man das machen kann. Hier als Abkürzung nur, weil ich ein bisschen Platz brauchte, M für Monate und W für Wochen. Variante A ist die Mindestarbeitszeit. Wie gesagt, das Gesetz gibt ja zwei Möglichkeiten, Mindest- oder Höchstarbeitszeit. Die Regelung dazu finden wir in § 12 Absatz 2 Satz 1 Teilzeitbefristungsgesetz.
Und da steht mehr oder weniger drin, dass eine wöchentliche Mindestarbeitszeit vereinbart wird, die der Minijobber abgerufen werden kann. Punkt erstmal hier, was bedeutet das? Wir sagen, du, pass auf, wöchentlich arbeite zumindest so und so viele Stunden, ich behaupte jetzt mal 10. Und machen, ja gut, lassen wir 10 sein, die der Minijobber abgerufen werden kann. Das heißt, er darf bis zu 10 Stunden problemlos kommen, aber es kann nicht unterschritten werden. Und das Gesetz erlaubt, dass diese bis zu 25 überschritten wird. Also wenn wir jetzt 10 Stunden reinschreiben würden, wir werden gleich sehen, das wäre nicht so gut, dürfte der 10 bis 12,5 Stunden arbeiten kommen. Pro Woche. Die Auswirkungen auf den Lohn wären folgende. Grundsätzlich gilt ja immer, es wird die tatsächliche Arbeitszeit bezahlt. Gut, Stunden, die er da war, mal Mindestlohn oder welchen Lohn man an ihn auch immer zahlen möchte, ist dann das Monatsbrutto. Allerdings bei der Mindestarbeitszeit muss mindestens die vereinbarte Mindestarbeitszeit gezahlt werden, auch wenn der Minijobber weniger Stunden geleistet hat. Ich bleibe mal bei meinem 10-Stunden-Beispiel. Mindestarbeitszeit von 10 Stunden heißt also, er kommt 10 Stunden auf jeden Fall, laut Papier. Bis zu 12,5 darf ich ihn in Anspruch nehmen. Danach darf er sagen, nee, nee, du, pass mal auf, ne? Arbeitszeit hier überschritten. Ist es aber so, dass ich ihn weniger als 10 Stunden abrufe, keine Ahnung, ich habe halt nicht so viel Arbeit, es gibt Betriebsferien, was auch immer, und er ist halt nur 8 Stunden da, dann muss ich ihn trotzdem so bezahlen, als wäre er die Mindestarbeitszeit, die ich vereinbart habe, hier in meinem Fall 10 Stunden da. Das heißt, er hat 8 Stunden arbeitet, kriegt für 10 Lohn, und das hat man sich halt überlegt, weil man sagt, ja, im Moment, diejenigen, die da auf Abruf arbeiten, sind ja voll im Nachteil, weil man sagt, naja, diesen Urlaub in dem Moment rufe ich die nicht ab. Da ist ein Feiertag. Dann rufe ich die halt einfach nicht ab, die guten Leute. Pech gehabt. Das will man damit unterbinden. Was bedeutet das aber für die maximale wöchentliche vertragliche Arbeitszeit, wenn man denn den Mindestlohn von 9,35 € unterstellt? Dann muss ja folglich, logisch überlegt, folgende Formel gelten. 9,35 € pro Stunde mal 125%, weil wir um 25% die 100% überschreiten dürfen, mal die Arbeitszeit geteilt durch 12 Monate, mal 52 Wochen, darf nicht höher als 450 € pro Monat sein, weil sonst haben wir ja gar keinen Minijob mehr. Rechnen wir das mal aus, stellen es um, dann haben wir folgende Formel. Die maximale Arbeitszeit ergibt es mit 450 € pro Monat, mal 12 Monate durch 52 Wochen mal 9,35 € pro Stunde geteilt durch 125%. Das bedeutet, wir müssten, wenn wir eine Mindestarbeitszeit vereinbaren, dürften wir höchstens 8,88 Stunden pro Woche vereinbaren. Wenn wir mehr vereinbaren, Mindestarbeitszeit, dann sind wir drüber. Beziehungsweise, dann können wir recht schnell drüber kommen, wenn wir halt diese 25% überschreiten. Das heißt, das ist das, was man bei der Mindestarbeitszeit höchstens vereinbaren sollte, um rein mathematisch und rein juristisch jeglichen Mindestlohnärger zu umgehen. Die resultierende monatliche Lohnspanne, das heißt, wie viel der kriegt, wenn man den denn, also unabhängig davon, wie viel man ihn abruft, bis zur Höchstgrenze halt, wären 8,88 Stunden pro Woche mal 52 Wochen durch 12 Monate mal 9,35 € pro Stunde sind 359,79 €, kriegt auf jeden Fall. Weil das die Mindestarbeitszeit ist, die wir vereinbart haben, das darf nicht unterschritten werden, selbst wenn er weniger kommt. Maximal ist der Fall, wenn wir ihn quasi 25% mehr abrufen. Sprich, hier ändert sich nur die 8,88 Stunden, die erhöhen wir mal 125%. Wir tun also 25% länger ihn abrufen. Das heißt, wir rufen ihn 11,1 Stunden wöchentlich ab. Dann kommen wir auf ein monatliches Brutto von 449,74 € und haben damit ganz, ganz knapp, aber ganz perfekt auch die Minijobgrenze eingehalten. Oder anders ausgedrückt, bei der Mindestarbeitszeit, wenn man denn den Mindestlohn zahlt und nicht mehr, bei mehr muss man natürlich hier die Formel anpassen, da sinken die Stunden entsprechend, dann kann man ein maximal 8,88 Stunden vereinbaren und maximal 11,1 Stunden abrufen, ohne dass es Probleme gibt. Variante B führt uns auf verschiedenen Wegen zum selben Ziel. Die Höchstarbeitszeit muss ja auch zum selben Ziel folgen, es darf ja keine unterschiedliche Regelung geben. Finden wir in Paragraphen 12 Absatz 2 Satz 2 Teilzeitbefristungsgesetz und bedeutet, dass eine wöchentliche Höchstarbeitszeit vereinbart wird, die der Minijobber abgerufen werden kann. Auch hier gilt also wieder, man darf ihn so lange abrufen, wie man es Vertrag einschreibt. Unterschied: diese darf um bis zu 20% unterschritten werden. Reine mathematische Logik:
Wenn wir bei der Mindestarbeitszeit sagen, 100 plus 25% ist 125%, muss für die Höchstarbeitszeit gelten. 125% geteilt durch 1,2, genau, ergibt 100%. Was bedeutet das für einen Lohn? Das bedeutet, dass die tatsächliche Arbeitszeit natürlich wieder erstmal bezahlt werden muss. Mindestens aber 80% der vereinbarten Höchstarbeitszeit, auch wenn der Minijobber weniger Stunden geleistet hat. Sprich, wir haben hier zwei verschiedene Formulierungen, kommen auf genau dieselben Werte. Es muss für mich hier auch folglich gelten, 9,35 Euro pro Stunde mal die Arbeitszeit durch 12 Monate mal 52 Wochen ergibt 450 Euro pro Monat, denn wir dürfen da nicht drüber kommen. Schade allerdings, dann die Grenze hätte man auch mal anheben können. Eigentlich müsste von der Logik her sich diese Minijobgrenze und auch die Gleitzone parallel zum Mindestlohn erhöhen, wenn wir hier Inflation, Konjunktur und so weiter unterstellen wollen. Aber das nur by the way. Das ergibt für die Arbeitszeit die Formel 450 Euro pro Monat mal 12 Monate durch 52 Wochen durch 9,35 Euro pro Stunde. Heißt, die Höchstarbeitszeit darf 11,1 Stunden pro Woche sein. Ganz klar, dass das dieselbe Zahl sein muss wie bei der Mindestarbeitszeit plus 25%. Denn sonst kämen wir wieder drüber. Wir beweisen eigentlich hier gerade nur quasi die Grenzen und überprüfen, ob die Formulierungen im Gesetz, je nachdem welche Variante man wählt, identisch sind und zum identischen Ergebnis führen. Ja, tun sie. Für die resultierende monatliche Lohnspanne gilt, wir müssen ja mindestens rechnen, 11,1 Stunden pro Woche mal 80%, denn wir dürfen ja 80% abrufen und nur das bezahlen, mal 52 Wochen durch 12 Monate mal 9,35 Euro pro Stunde, ergibt 8,88 Stunden pro Woche, so ein Zufall, das hatten wir ja in der Mindestarbeitszeit gehabt, mal 52 Wochen durch 12 Monate mal 9,35 Euro sind 359,79 Euro. Höchstens sind dann natürlich 11,1 Stunden, denn die Höchstarbeitszeit dürfen wir nicht überschreiten, pro Woche, mal 52 Wochen durch 12 Monate mal 9,35 Euro pro Stunde, ergibt 449,74 Euro. Das heißt, egal welche der beiden Varianten wir wählen, es ist nur eine andere Formulierung, die Rechnung ist minimal anders, aber wie ihr seht, wir kommen beides mal zu den genau identischen Ergebnissen, was auch so sein muss, weil sonst hätte diese ganze Sache ja gar keinen Sinn. Gut. Machen wir eine kleine Übung dazu. Das heißt, ich mache eine Übung, es ist eine Ad-Hoc-Übung, wie ihr seht. Ich habe folgende Aufgabe unterstellt. Wir rechnen den Juni und den Juli Bruttolohn eines Minijobbers für 2020, wenn eine wöchentliche Mindestarbeitszeit von 8,5 Stunden vereinbart worden ist und er den Mindestlohn in Höhe von 9,35 Euro pro Stunde erhalten soll. Im Juni hat er 43 Stunden gearbeitet, im Juli aufgrund der Sommerferien hingegen nur 32 Stunden. Gut, was haben wir? Für Juni 2020 haben wir eine tatsächliche Arbeitszeit von 43 Stunden. Das heißt, die Mindestarbeitszeit ist 8,5 Stunden pro Woche mal 52 Wochen durch 12 Monate macht 36,83 Stunden, die quasi vertraglich vereinbart sind. Das Höhere ist hier in dem Fall anzusetzen, das sind 43 Stunden. Warum müssen wir das Höhere ansetzen? Es gilt ja § 12 Absatz 2 Satz 1 Teilzeitbefristungsgesetz. Der sagt, die tatsächlich geleisteten Stunden, mindestens jedoch die vereinbarte Mindestarbeitszeit, also die Mindeststunden, müssen zugrunde gelegt werden. Das heißt, wir zahlen das Tatsächliche. Wenn das Tatsächliche allerdings niedriger als die Mindestarbeitszeit ist, nehmen wir die Mindestarbeitszeit. Hier ist die Tatsächliche höher, also rechnen wir die tatsächliche Arbeitszeit von 43 Stunden mal 9,35 Euro pro Stunde und kommen auf 402,05 Euro als Bruttomonatslohn für Juni. So, nun hatten wir ja den Juli gehabt, wo weniger gearbeitet worden ist, nur 32 Stunden. Die Mindestarbeitszeit ist natürlich vertraglich nicht geändert worden, also haben wir das gleiche, 36,83 Stunden. Die müssen wir ansetzen, denn das müssen wir mindestens vergüten, auch wenn wir weniger abrufen. Und deswegen rechnen wir 36,83 Stunden mal 9,35 Euro pro Stunde gleich 344,39 Euro. Man hat hier quasi den Angestellten 4,83 Stunden geschenkt, der hat die als Freizeit irgendwie verbracht, aber durch die Regelung, damit man ihn gleich behandelt, hat er halt trotzdem den Lohn bekommen. Oder muss er den Lohn bekommen, noch hat er ihn ja nicht. Gut, damit kommen wir zur Fahrradüberlassung, die steuerfrei ist, in Punkt 4. Finden tun wir das in § 3 Nummer 17 ECG.
Und das gilt halt immer dann, wenn Fahrrad nicht als Kraftfahrzeug einzustufen ist und an einen Arbeitnehmer überlassen wird. Und zwar ab 01.01.2019. Was ist das jetzt für ein Rad? Wann ist das Fahrrad kein Kraftfahrzeug? Ja, die Literatur ist hier ein bisschen schwammig, sage ich mal. Ich würde sagen, hier greifen wir auf den Paragraphen 63a der Straßenverkehrszulassungsordnung zurück. Ja, schöner Begriff. Das definiert, was Fahrräder sind. Und das ist ein Gesetz. Gesetze sind bindend. Ist zwar kein Steuergesetz, aber ich würde es trotzdem für die Steuern unterstellen. Und demnach sind Gefährte, also Fahrräder Gefährte, die zwei Räder haben, okay, haben die meisten, und folgende Kennmerkmale aufweisen. Sie dürfen keinen elektrischen Antrieb haben. Das ist ein klassisches Fahrrad nach 63a Absatz 1 Straßenverkehrszulassungsordnung. Okay, das denke ich auch unstrittig, das wird jeder so sehen. In dem Punkt hier kann man eventuell ein bisschen streiten. Denn hier wird gesagt, oder einen elektrischen Antrieb haben, der, jetzt gibt es einige Grenzen, die einhalten müssen, bis 6 km/h pro Stunde von alleine wirken kann. Allerdings von 7 bis 25 km pro Stunde dann nur mit antreibt, während der Fahrer selbst tritt und ab 25 km/h sich komplett abschaltet. Definiert in Paragraph 63a Absatz 2 Straßenverkehrszulassungsordnung. Und das genau würde ich so übernehmen, wenn ich prüfen müsste, ist dieses Fahrrad denn ein Kraftfahrzeug, das ich steuerfrei überlassen darf. Erfülle ich diese Anforderung nicht, wäre es für mich ein Kraftfahrzeug und damit nicht steuerfrei. Damit einher geht auch die Entnahme für die private Nutzung nach Paragraph 52 Absatz 4 Satz 7 in Verbindung mit Paragraph 52 Absatz 12 Satz 2 StG sowie Paragraph 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 6 StG auch steuerfrei, wenn das da oben steuerfrei ist, sprich wenn wir kein Kraftfahrzeug haben. Ursprünglich galt diese Regel bis zum 31.12.2021. Neu ist jetzt, die wurde bis zum 31.12.2030 verlängert. Und ihr seht, das geht halt quasi Richtung Umweltschutz zu sagen, ja, komm, wir fördern da so ein bisschen Fahrrad, ne? Kein Thema. Fünftens, wieder ein Umweltthema, die Messungsgrundlage für Elektrofahrzeuge. Ab 01.01.2020 wird nämlich die Höhe der Bemessungsgrundlage für die private Nutzung von Betriebsfahrzeugen nach der 1%-Methode unterschieden nach Art des Fahrzeugs, seiner Emission und das Datum der Anschaffung. Da gibt es nämlich jetzt einige Regeln. Außerdem sind Fahrzeuge, die vor dem 01.01.2019 angeschafft worden sind, die sind immer mit 1% des Bruttolistenverkehrspreises anzusetzen. Bruttolistenverkaufspreis meine ich. Entschuldigung. So, für die Bestimmung habe ich mir wieder mal so ein schönes Bestimmungsschema überlegt. Finden tun wir das laut dem neu gefassten Paragraph 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 bis 5. Denn danach ist die private Nutzungsnahme mit folgenden Werten anzusetzen. Wir müssen zuerst prüfen, wie hoch die CO2-Emission ist. Gibt es quasi keine, es ist komplett emissionsfrei. Dann nur ein Viertel, also 0,25% des Bruttolistenverkaufspreises pro Monat. Ja, gut, man sagt, die Viertel zur Bemessungsgrundlage, also wir nehmen trotzdem die 1%-Methode, aber die Bemessungsgrundlage teilen wir quasi durch 4. Man könnte das natürlich auch so schreiben, wie ich das gemacht habe, aber das ist nicht ganz gesetzgetreu, das ist nur eine Vereinfachung von mir. Ist die CO2-Emission hingegen 0 bis 50 Gramm pro Kilometer, also größer 0 bis 50 Gramm pro Kilometer, dann müssen wir nochmal prüfen, wann das Fahrzeug angeschafft wurde. Ist es vor 01.01.2020, gilt ganz normal die 1%-Methode. Nach dem 01.01.2022 können wir hier 0,5% des Bruttolistenverkaufspreises ansetzen, beziehungsweise 1% der hälftigen Bemessungsgrundlage, wie es im Gesetz steht. Haben wir sogar noch mehr, also mehr als 50 Gramm CO2 pro Kilometer, müssen wir weiter prüfen. Und zwar, wann das Fahrzeug angeschafft wurde wieder. Das ist vor 01.01.2022, ganz normale 1%-Methode. Ist es im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2024 angeschafft worden, müssen wir prüfen, wie hoch die Reichweite des elektrischen Antriebs ist. Also, wenn man nur mit diesem elektrischen Antrieb fährt, ohne was anderes. Ist sie kleiner als 60 Kilometer, willkommen in der 1%-Methode. Ist sie größer gleich 60 Kilometer, ist man ein bisschen umweltschonend und darf deswegen die Bemessungsgrundlage halbieren, beziehungsweise 0,5% des Bruttolistenverkaufspreises pro Monat ansetzen. Ist es in dem Zeitraum von 01.01.2025 bis 31.12.2030 angeschafft worden? Auch hier prüfen wir die Reichweite des elektrischen Antriebs. Bei weniger als 80 Kilometern
1%-Methode bei mehr als 80 Kilometern oder ab 80 einschließlich wieder die heftige Bemessungsgrundlage. Man sieht also, von aktuell bis 2030 wird quasi die Grenze, wann ich hier quasi umweltgünstig fahre und damit bevorzugt besteuert werde, immer weiter angehoben. Machen wir dazu eine Übung, das heißt, ihr macht in dem Fall mal diese Übung. Aufgabe ist, bestimme die Höhe der monatlichen Nutzungsentnahme eines PKWs, netto und brutto. Ja, bitte dran denken, da gibt es ja ein Berechnungsschema. Der einen Brutto-List-Verkaufspreis von 50.000 Euro hat und am 4.9.2026 angeschafft wurde und der erstens keine CO2-Emissionen hat oder zweitens in drei Aufgaben eine CO2-Emission von 40 Gramm pro Kilometer bei einer Reichweite des Elektromotors von 75 Kilometern hat oder wie drittens ist, außer seine CO2-Emission 60 Gramm pro Kilometer beträgt. Versucht mal bitte diese Aufgabe anhand dem, was ihr gerade gelernt habt, zu lösen. Habe ich natürlich schon gemacht. Pausiert am besten der Stelle das Video, nehmt euch Stift, Papier oder was auch immer für ein Medium zur Hand und ich springe schon zur Lösung. Und wenn ihr denkt, ihr seid fertig, vergleicht mir zusammen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Okay, kommen wir zur Lösung. Nehmen wir erstens, die anzusetzende Bemessungsgrundlage ist ein Viertel der Bemessungsgrundlage, sprich als 0,25% des Bruttolistverkaufspreises. Das sind 50.000 Euro mal 0,25% gleich 125 Euro. Davon gilt nach dem allgemeinen Aufteilungsschema, dass 20% umsatzsteuerfrei sind, sprich 25 Euro. 80% sind umsatzsteuerpflichtig, sind 100 Euro. Auf die 100 Euro entfällt 90% Umsatzsteuer, das 90% mal 100 Euro sind 19 Euro. Das heißt, die Bruttonutzungsentnahme sind 125 Euro plus 19 Euro Umsatzsteuer macht 144 Euro. Fährt man nur hälftig klimaneutral, haben wir halt 0,5% des Bruttolistenverkaufspreises. Das heißt, unsere Nutzungsentnahme ist 50.000 Euro mal 0,5% gleich 250 Euro netto. 20% sind davon umsatzsteuerfrei, sind 50 Euro. Der Rest, 80% sind umsatzsteuerpflichtig, macht 200 Euro. Ja, 90% Umsatzsteuer von 200 Euro sind 38, was eine Bruttonutzungsentnahme von 250 Euro plus 38 Euro Umsatzsteuer gleich 288 Euro ergibt. Hier im dritten Fall kommen wir halt nicht in den Genuss zu sagen, dass wir hier schützendes Fahrzeug haben oder umweltschonendes Fahrzeug. Schützend ist ein bisschen übertrieben. Wir landen bei 1% des Bruttolistverkaufspreises, was 50.000 Euro mal 1% gleich 500 Euro sind. Umsatzsteuerfrei sind 20% mit 100 Euro, umsatzsteuerpflichtig 80% mit 400 Euro. Darauf 90% sind 76 Euro und die Nutzungsentnahmen brutto sind dann natürlich die 500 Euro netto plus 76 Euro Umsatzsteuer macht 576 Euro. Ich hoffe, ihr habt das alle richtig. So schwer war es ja, denke ich, eigentlich nicht. Und die Berechnung sollte auch jeder erkannt haben. Wenn man sie natürlich nicht gekannt hat, dann fehlt jetzt hier natürlich ein bisschen Vorwissen. Okay, kommen wir zum vorletzten Thema für diese Vorlesung. Elektrofahrzeuge mit 50% Sonderalpha. Auch geltend ab 01.01.2020 und auch natürlich wieder im Rahmen des Umweltschutzes, kann für Elektrofahrzeuge im Jahr der Anschaffung 50% Sonderalpha geltend gemacht werden. Zu finden in § 7c StG. Passt ja auch ganz gut hin. Wofür gilt das? Nun ja, das gilt für alle Fahrzeuge, die a. der EG-Fahrzeugklasse N1, 2 oder 3 angehören, die entweder ausschließlich durch Elektromotoren betrieben werden oder die überwiegend aus Energiespeichern oder aus emissionsfreien Energiewandlern gespeist werden. Das muss man dann halt alles prüfen. Oder b. elektrisch betriebene Lastenfahrräder mit einer Nutzlast von größer gleich 150 Kilogramm und Transportvolumen von größer gleich 1 Kubikmeter. Das heißt, meines Erachtens sind wir hier, das heißt zwar Elektrofahrzeuge, aber E-Bikes, da dürften wir wahrscheinlich raus sein, weil Nutzlast von 100 größer 150 Kilogramm, okay, könnte noch klappen, aber ein Transportvolumen von größeren Kubikmeter, weiß jetzt nicht, also kann ich mir nicht vorstellen, sei denn man hat einen Anhänger dran und der zählt dazu. Also wir werden höchstwahrscheinlich bei Autos landen. Gut. Damit sind wir siebtens, Gewinne in Spielshows steuerpflichtig? Ja, nein, vielleicht. Vielleicht darf ich hier natürlich nicht sagen, ich halte ja die Vorlesung. Also muss ich mich
ja hier quasi äußern. Ihr seht, ich habe hier mit Gelb hantiert. Warum mache ich das? Nun ja, es gibt eine uneinheitliche Rechtsprechung und ja, die ist anzuwenden. Und zwar einmal im Bereich Einkommensteuer, hier mit Gelb, und einmal Umsatzsteuer. Wird dann ja zu Jahren hellblau sein. Denn das wird verschieden beurteilt und je nachdem, was man hat, können wir Abweichungen haben. Das Thema war sehr stark diskutiert im sogenannten Big Brother Urteil des BFH vom 24.04.2012. Zu finden unter römisch 9 R6-10 in Verbindung mit Urteil des Finanzgerichts Köln vom 29.10.2019 15K-2917-06. Und das ist die Entscheidung oder die Entscheidungen, die im Bereich Einkommensteuerpflicht entschieden wurden. So, um mal von diesem ganzen rechtlichen Kram als Zahlen wegzukommen, mal ein bisschen konkreter. Man hat festgestellt, dass es sich dann um einkommensteuerpflichtige Einkünfte handelt, wenn der Steuerpflichtige Einfluss auf den Gewinn bzw. seine Gewinnchancen nehmen kann, denn dann haben wir einen Leistungsaustausch. Er leistet irgendwas und kriegt einen Gewinn. Weil Glück ist keine Leistung, dann ist kein Leistungsaustausch und es ist halt kein Gewinn und damit nicht steuerpflichtig. So hat man da ungefähr argumentiert. Vollkommen egal ist es hierbei nebenbei, ob es sich um Sachpreise handelt, also keine Ahnung, ich bin eine Radeschuhe und kriege eine Waschmaschine, oder Geldpreis, weil ich bei Wer wird Millionär war. Auch Sachzuwendungen sind zu versteuern, zum Beispiel Speisen und Kleidung, wenn da irgendein Dreh ist, zum Beispiel bei irgendeiner Renovierungsshow, wenn da Kost und Logis gewährt wird, wenn ja die uns, ja, Pimp My Wohnung oder Pimp My Bike, wenn die da Ersatzteile kaufen, das sind alles Sachzuwendungen. Und die sind alles, ja, wenn man da Einfluss drauf nehmen kann, einkommensteuerpflichtige Sachverhalte. Wenn oder können die Gewinne einer Einkunftsart zugewiesen werden, packt man die dahin. Klassisches Beispiel, wir haben hier einen Sänger, der bei irgendeiner Gesangsshow teilnimmt. Wenn er da halt gewinnt und einen Preis kriegt, hat er da eindeutig seiner selbstständigen Tätigkeit nachgegangen und hat Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit aus dem Gewinn des Gesangswettbewerbs. Können wir es nicht zuordnen, weil wir halt keinen selbstständigen Gewerbetreiben, was auch immer haben, dann sind das sonstige Einkünfte im Sinn des Paragraphen 22 Nummer 3 StG. Das war Einkommensteuer. Umsatzsteuer ist ein bisschen anders. Hier gilt das BMF-Schreiben vom 27.05.2019 in Verbindung mit dem EuGH-Urteil vom 10.11.2016, Rechtssache C-432-15 und BFH-Urteil vom 30.28.17, römisch 11 R37-14. Und da wurde gesagt, Gewinne sind dann umsatzsteuerpflichtig und auch umsatzsteuerbar, wenn von vornherein unabhängig von der Platzierung feststeht, dass ein Gewinn erzielt wird. Anders ausgedrückt, führt allein die Teilnahme zu einem Gewinn, egal in welcher Höhe, ist diese Umsatzsteuer pflichtig und steuerbar. Ist ein Gewinn jedoch nur bei Erfolg vorgesehen, liegt kein Leistungsaustausch vor und der Gewinn ist nicht umsatzsteuerbar. Das heißt, nehmen 10 Leute teil und sagen wir so, Platz 10 kriegt 100 Euro, Platz 9 200 und so weiter und Platz 1 kriegt ganz viel. Dann sind das zwar verschiedene Höhen, aber es ist von vornherein klar, ich nehme teil, ich muss hier irgendwas leisten, ich bekomme was. Ich bekomme auf jeden Fall etwas, nur weil ich da mitmache. Dann ist es umsatzsteuerpflichtig und umsatzsteuerbar. Problem haben wir jetzt folgendes. Die Voraussetzungen zwischen Einkommensteuer und Umsatzsteuer weichen ab, sodass die Gewinne verschieden zu beurteilen sind. Und um das mal ein bisschen anschaulicher darzustellen, habe ich mal eine Folie kreiert, das ist auch die letzte. Wo wir Folgendes abprüfen. Kann der Teilnehmer Einfluss auf die Gewinnhöhe nehmen? Garantiert die Teilnahme bereits einen Gewinn? Daraus können wir dann schließen, ist es einkommensteuerpflichtig, ist es umsatzsteuerpflichtig? Und damit man es vor Augen hat, habe ich mir überlegt, für welche Beispiele das zutreffen würde. Fangen wir mit dem ersten an. Wir können keinen Einfluss auf die Gewinnhöhe nehmen. Die Teilnahme heißt noch lange nicht, dass wir was bekommen. Dann ist es nicht einkommensteuerpflichtig, es ist nicht umsatzsteuerpflichtig und klassisches Beispiel Lottoziehung. Denn ja, da, egal wie klug, stark, talentiert, geschickt, was auch immer ich bin, Glück zählt hier nicht. Ich kann es nicht beeinflussen, meinen Gewinn. Und eine Lottoziehung garantiert auch nicht, dass ich einen Gewinn bekomme. Ein anderes Beispiel wäre eine Losziehung, bei der jedes Los gewinnt. Oder so eine Renovierungsshow. Denn dort erhält der Teilnehmer garantiert irgendeine Renovierung. Hat auf Höhe aber kaum Einfluss.
So, wie ich schon sagte, der Teilnehmer kann auf die Gewinnehöhe in diesen Beispielen kaum Einfluss nehmen. Das Ding wird halt renoviert. Das Los, ja, verspricht einen Gewinn. Welche Höhe wissen wir aber nicht. Das variiert. Er kann da nichts machen. Er kann nicht sagen, ich bin so geschickt, ich ziehe jetzt alle richtigen Lose. Die Teilnahme allerdings, die tut einen Gewinn garantieren. Beim Losziehen, wo jedes Los gewinnt, klar, da wird der Gewinn natürlich niedriger als das Los sein, als der garantierte Gewinn. Bei der Renommiershow, wie gesagt, kriegt man auf jeden Fall was. Dann ist es nicht einkommensteuerpflichtig, aber umsatzsteuerpflichtig. Haben wir zum Beispiel eine Rateshow, eine Spielshow oder ein Preisturnier, egal was das ist, das kann ein Pokerturnier sein, Magic the Gathering, E-Sports, alle möglichen Sachen, die in so diese Turnierformate reingehen, ja? Hier hat der Teilnehmer eindeutig Einfluss auf die Gewinnhöhe, denn hier wird bei ihm irgendwas verlangt. Bei Rateshow Wissen, bei einer Spielshow ja meistens ein bisschen Geschick, weil so ein Preisturnier halt, ja, ich nenne es mal die Fähigkeiten in der jeweiligen Sache. Jetzt werden manche sagen, ja, Moment, hier steht Poker, das ist ein Glücksspiel. Nein, man hat entschieden, dass das taktische Überlegen, das Merken der Karten, das Bluffen und das Erkennen von Bluffs, dass das schon eine Leistung darstellt. Für Poker ist das direkt sogar so entschieden worden. Bei diesen Sachen garantiert die Teilnahme normalerweise aber keinen Gewinn. Nur wenn ich im Turnier eine entsprechende Platzierung habe, nur wenn ich das Pokerspiel gewinne, nur wenn ich die Fragen in der Rateshow richtig beantworte, nur dann bekomme ich einen Gewinn. Dann haben wir den Fall, dass es einkommensteuerpflichtig ist, aber nicht umsatzsteuerpflichtig. Die letzten Varianten wären sowas wie Reality-TV-Shows, bei der jeder Teilnehmer einen Gewinn erhält, der Sieger aber mehr. Muss allerdings jetzt nicht zwingend sein, ne? Also wir brauchen hier auf jeden Fall die Voraussetzung, dass jeder was kriegt und dass je nachdem, wie gut man ist, in Anführungszeichen gut hier, ja, man mehr oder weniger bekommt. Denn dann können die Teilnehmer Einfluss auf die Gewinnhöhe nehmen. Bei so einer Reality-TV-Show kann man darüber streiten, aber wer sich, sag ich mal, besonders publikumsnah gibt, hat meistens da eine gute Chance, höher platziert zu werden, nicht rausgewählt zu werden oder sonst was. Und damit kann er Einfluss auf die Gewinnhöhe nehmen. In dem Beispiel, was ich jetzt habe, unterstelle ich die Teilnehmer, dass die Teilnahme bereits einen Gewinn bringt. Ist bei vielen Sachen auch so. Meistens bekommen die ja irgendwas. Dann hätten wir den Fall, dass es einkommensteuerpflichtig und umsatzsteuerpflichtig ist. Ja, damit wären wir mit dem ersten Teil der Neuregelung in 2020 durch. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf die restlichen Sachen. Die kommen, wie gesagt, in zwei weiteren Vorlesungen. Wenn ich mich nicht täusche, müsste die nächste dann in der dritten Januarwoche kommen und die letzte, Teil 3, in der zweiten Februarwoche. Ich werde das auch so natürlich legen, dass in der zweiten Februarwoche die Sachen oder die Themen mit drankommen, wo es einen Gesetzesentwurf zugab, die jetzt noch nicht durchgekommen sind und auf Eis gelegt wurden oder was auch immer mit denen passiert ist, die also noch nicht rechtskräftig sind, von denen ich aber erwarte, dass sie eigentlich bald passieren müssten. So, letzte Vorlesung für das Jahr. Deswegen für alle, die es gesehen haben, wünsche ich ein frohes Fest, einen guten Rutsch und für alle anderen, die es später sehen, einfach nur einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss!